Ich beginne mit einem Kompliment. Ich beobachte ja sehr gerne auch in diesem Saal und ich stelle fest, dass einige Landesräte und Rätinnen in Spe gutes Sitzfleisch heute beweisen. Und das wünsche ich mir für die gesamte anstehende Legislatur, denn in der vergangenen hatten wir dann doch des Öfteren die Situation, dass wir unsere Ideen und Politik lebt vom Dialog, vom Austausch dieser Ideen und Argumentation zu den Ideen vor leeren Rängen präsentiert haben. Deswegen dieser Wunsch schon in Richtung zukünftige Landesregierung, dieses Sitzfleisch weiterhin zu beweisen. Zum Kollegen Bianchi. Er hat soeben davon gesprochen, dass die Politik auch von den großen Ankündigungen lebt. Ich hoffe, Sie nicht falsch verstanden zu haben. Dieser Meinung bin ich nicht. Ankündigungen, damit können Menschen sehr wenig anfangen, denn wenn viel angekündigt wird und dann wenig umgesetzt wird, dann erzeugt das Enttäuschung. Und das ist dann auch eine Enttäuschung für die Politik. Sie haben gesagt, Ankündigung, aber dann auch Umsetzung. Das haben Sie schon dann dazu gesagt. Ich hoffe, Sie nicht falsch verstanden zu haben. Aber dies der Auftrag auch an die Landesregierung, weniger Ankündigung, weniger Versprechen, mehr einfach tun, umsetzen. Damit können Menschen sehr viel mehr anfangen. Zur Rede vom Kollegen Walcher. Ihnen fehlt einfach das historische Gedächtnis hier in diesem Hause. Sie haben gesagt, die Opposition, und ich tue mich da immer schwer, wer ist denn die Opposition? Man sollte solche Dinge dann auch adressieren an die jeweiligen Personen, dann können die damit etwas anfangen, auch wenn es Kritik ist, konstruktive Kritik ganz gerne. Aber Sie haben gesagt, die Opposition würde so quasi immer Nein sagen. Es war genau das Gegenteil der Fall. Also das Nein kam in diesem Saal öfter von der Mehrheit, wenn es um die Ideen der Opposition ging, als umgekehrt. Wir haben dann öfters Ja gesagt zu den Ideen der Mehrheit, weil wir diese auch unterstützen und weil ich persönlich, und ich denke, das steht für das ganze Team K und auch für einige Kolleginnen und Kollegen der Opposition, hier konstruktive Sachpolitik in den Mittelpunkt stellen und den Wettbewerb der Ideen, den der Landeshauptmann vor 5 Jahren schon versprochen hat, auch ernst nehmen. Und wenn es dann abgelehnt wird von der Seite der Mehrheit, dann heißt es, wir machen das schon, daran arbeiten wir und dafür haben wir keine Zuständigkeit. Ich sehe Ihre Wortmeldung als Einladung als Landesrat in Spe, dass wir uns zusammensetzen zu den Themen. Und hier mache ich gleich eine Klammer auf. Zum Beispiel ein interessantes Thema könnte die Gästekarte sein. Die Gästekarte, da können wir uns schnell zusammensetzen. Denn hier eine kleine Rückmeldung von einer Familie aus Brixen. Kürzlich die Aquarena in Brixen besucht. 3 Kinder, 2 Erwachsene. Zahlen für 2 Stunden, 3 Stunden Aquarena 27 Euro. Gehen in die Aquarena hinein an einem Sonntag und finden keinen freien Platz. Müssen ihre Sachen am Boden abstellen, um schwimmen gehen zu können in der Aquarena. Das sind Strukturen, die vom Südtiroler Steuergeld mitfinanziert worden sind. Drinnen die Plätze belegt von den Touristen. Ich bin selbst im Tourismus tätig. Wir brauchen den Tourismus. Ich unterstütze den Tourismus. Aber wenn wir fordern, dass wir eine Tourismusgesinnung brauchen in der Bevölkerung, dann müssen wir aufpassen, dass wir solche Dinge, wo dann die Leute drinnen sitzen, die Touristen, die um 55 Cent, die dann der Vermieter bezahlt für den Touristen, also der Tourist geht in dem Sinne gratis hinein, die Plätze belegt und dann die einheimische Familie keinen Platz in der Aquarena findet und dafür 27 Euro zahlt für 3 Stunden, dann müssen wir aufpassen, dass wir hier das Gleichgewicht nicht verlieren. Klammer zu, Herr Walcher, darüber können wir uns dann gerne auch persönlich unterhalten. Zum Regierungsprogramm. Und das ist für mich eine Anhäufung von guten Vorsätzen. Das ist wie Silvester, man macht sich Vorsätze. Die meisten sind dann eine Woche später schon wieder vergessen oder das Papier nicht mehr wert auf das, was aufgeschrieben hat, wenn man abnehmen will. Wenn Vorsätze nicht konkret niedergeschrieben werden, bis wann will ich was? Und hier spricht man im Projektmanagement von der sogenannten Smart-Methode. Wenn man nicht sagt, konkret, messbar und machbar die Ziele formuliert, dann riskiert man, sich zu verlieren. Und das fehlt mir genau in diesem Regierungsprogramm. Ich lese nicht, wann wollt ihr was, bis wann erledigt haben. Weil wir setzen uns ein für leistbares Wohnen, nona net. Das hatte jeder von uns im Wahlprogramm drinnen, dass wir uns für leistbares Wohnen einsetzen. Aber wenn da drinnen steht, wir wollen bis zu diesem Tag 3.000 Wohnungen gebaut haben, mit diesen finanziellen Mitteln, dann kann ich damit etwas anfangen. Das macht die Wirtschaft so. Die Wirtschaft, wenn sie sich Ziele setzt, wenn sie Projekte aufsetzt, dann macht sie das genau so, denn alle, die daran beteiligt sind an diesem Prozess, wissen dann, was sie zu tun haben. Aber wenn ich das nicht mache und jetzt müssen wir erst einmal in Schwung kommen, dann erst einmal 5, 6 Monate schauen, wie das Team funktioniert,
Und dann wollen wir in 5 Monaten diese großen Ziele, die alle Berechtigung haben und richtig und wichtig sind, in eurem Regierungsprogramm umgesetzt haben. Da tue ich mich etwas schwer. Da hat die Kollegin Ulle Meyer sicher recht, dass wir gewisse Themen in diesen 5 Jahren nicht schaffen werden. Aber dann müsst ihr das auch sagen. Bis wann wollt ihr das schaffen? Weil ihr seid ja auch die Regierung und die Mannschaft, die jetzt sozusagen auch vorbereiten muss für die Nächsten, die dann irgendwann einmal diese Projekte weiterführen müssen. Ich habe aus diesem Programm einige Themen herausgesucht. Und ich kann wenig anfangen mit Vorsätzen oder mit Versprechen der Zukunft, weil ihr habt es ja selbst gesagt, messt uns an dem. Aber da müsst ihr erst beginnen zu arbeiten. Das, was mir bleibt, ist, das zu beurteilen, was ihr schon geliefert habt. Ihr seid ja nicht komplett neu, die SVP ist weiterhin in der Regierung, die Lega ist weiterhin in der Regierung. Also man kann euch schon an den Dingen messen, die ihr schon gemacht habt, versprochen habt in der Vergangenheit. Und da ist ein Thema, und das ist mir sofort aufgefallen im Regierungsprogramm, und da bin ich zusammengezuckt bei diesem Satz, in der Bildung. Beginnen wir bei der Bildung. Da steht für die italienischen Schulen, die Errichtung von bilingualen Klassen mehrsprachige Projekte sollen verstärkt angewandt werden für die italienische Schule. Und bei der deutschen Schule steht, die Errichtung von bilingualen Klassen wird nicht angestrebt. Ja, wisst ihr, was ihr wollt? Sind italienische Schüler andere Schüler als die deutschen Schüler? Nur weil sie eine andere Sprache sprechen? Unterstützen wir in der italienischen Schule andere Konzepte als in der deutschen Schule? Das Thema Mehrsprachigkeit haben wir in diesem Land ja schon seit Jahrzehnten. Ich kann mich an meine erste Rede hier vor 5 Jahren erinnern, wo ich gesagt habe, ich träume von einem Land, wo wir einen Landesrat oder Rätin für Schule haben, wo wir ein Schulamt haben, das zuständig ist für die Schüler. Denn das ist eine Eigenheit von Südtirol weltweit, denke ich, dass wir 3 Unterrichtsminister, Ministerinnen haben, dass wir 3 Schulämter haben und wir bekommen ja nicht einmal die verwaltungstechnische Zusammenlegung der 3 Schulämter zusammen. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Und wenn ich so etwas im Regierungsprogramm lese, dann ist das für mich ein Rückschritt. Das ist für mich ein Rückschritt, denn die das reinschreiben, bitte beschäftigt euch doch mit der Thematik der Mehrsprachigkeit, der bilingualen Klassen und so weiter und so fort. Da empfehle ich euch die Fahrt nach Innsbruck. Wir brauchen nur zu den Nordtiroler Kolleginnen und Kollegen schauen. Da haben wir seit 19 Jahren das Konzept der bilingualen Klassen in der Volksschule Innere Stadt. Seit 19 Jahren. Die haben Lehrpersonen aus Trier, die rausfahren, durch den Nordtiroler Kindern Italienisch beibringen. Seit 19 Jahren ein super Projekt. Gibt es ein Buch dazu? Lest euch das Buch durch. Dann kann ich doch nicht in ein Regierungsprogramm hineinschreiben, werden nicht angestrebt. Natürlich werden nicht angestrebt, heißt nicht, sind verboten. Das ist mir schon klar. Wir haben Projekte der bilingualen Schulen in allen Schulen in Südtirol. Aber von einer fortschrittlichen Regierung erwarte ich mir, doch dass wir sagen, wir setzen auf dieses Konzept und wir versuchen, so viel wie möglich von diesem Konzept zum Wohle unserer Kinder und unserer Schüler umzusetzen. Und für alle, die immer noch mit dieser Angst spielen und sagen, wir verlernen eine Sprache, wenn wir eine andere Sprache lernen, da empfehle ich auch eine Studie der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd, frühes Fremdsprachen lernen bereits im Kindergarten zum Beispiel. Wir reden ja auch von einem bilingualen Kindergarten. Zusammenfassung, bilinguale Betreuung wirkt sich nicht automatisch negativ auf den Sprachstand im Deutschen aus. Dann weiters, Kinder mit Migrationshintergrund zeigten in den Erhebungen zum Deutschen keine signifikant schlechteren Ergebnisse als einsprachig deutsch aufgewachsene Kinder. Und hier kommt noch ein interessanter Punkt. Sie zeigen nämlich, dass sich früher intensiver Kontakt zu einer Fremdsprache sogar positiv auf die Entwicklung des Deutschen auswirken kann. Also, die Wissenschaft sagt euch das. Und alles andere ist für mich Angstmacherei, wo man einfach sagt, so, wir verhindern, dass unsere Kinder von klein auf mit mehreren Sprachen aufwachsen können. Das ist eine Realität. Und die Eltern verlangen das, wollen das, mehrsprachige Klassen, mehrsprachige Schulen, dass wir endlich mit diesem unverkrampften Umgang mit der Sprache aufhören und einfach zum Besten unserer Kinder etwas machen. Zweites Thema der Schule. Wir hatten letztes Jahr im Oktober eine Anhörung zum Thema Schule. Ich wollte euch zum heutigen Tag die Ergebnisse bzw. das Wortprotokoll dieser Anhörung zuschicken. Da müssen wir jetzt noch mit dem Rechtsamt abklären, inwieweit und wie wir das machen können. Aber ich bitte euch, und das habe ich versprochen im letzten Jahr, euch das auf den Tisch zu legen, schaut euch die Aussagen dieser Anhörung von Lehrpersonen, von Führungspersonen im Schulwesen an. Das war einfach ein Hilferuf, auch zum Teil ein Hilferuf dieser Menschen, die sagen, helft uns, fehlt das,
wir haben die Problematiken und die Probleme, dann müssen wir hinschauen. Liebe Landesräte für Schule, geht's, ihr wart damals bei der Anhörung nicht mit dabei, nehmt das ernst, setzt euch zusammen mit diesen Menschen und fragt, was wir machen können, denn es brennt an vielen Ecken und Enden in der Schule und das müssen wir einfach jetzt wirklich ernst nehmen und umsetzen. Und noch ein letztes, und das fordere ich auch, im Regierungsprogramm habe Sie drinnen stehen, einen Sicherheitsgipfel. Ja, das Thema Sicherheit, absolut wichtig, aber wir brauchen auch einen Bildungsgipfel. Einmal im Jahr setzen wir uns doch mit den Menschen zusammen und fragen sie, was, wie läuft es an unseren Schulen? Das ist doch das Wichtigste, die Bildungssäule. Wie geht es unseren Kindern in der Schule, wie geht es dem Lehrpersonal, die Verantwortung tragen, dass wir in Zukunft gut ausgebildete Menschen und Kinder in diesem Land haben. Zum zweiten Thema, das Thema der Menschen mit Behinderung. Und da stelle ich auch eine Diskrepanz immer wieder zwischen dem Sagen und dem Tun fest in diesem Saal und bei der politischen Arbeit. Und hier lasse ich die Wünsche sozusagen direkt den Betroffenen, hier an dem Kalender, den Sie gemacht haben, zum Tag, den Internationalen Tag der Menschen mit Beeinträchtigung. Da sagt der Martin Fiegel zum Beispiel, er sagt, Menschen mit Beeinträchtigung möchten alle auch eine gute Arbeit haben. Arbeit gibt allen Menschen einen Sinn im Leben. Sind wir in den letzten 5 Jahren, was die Arbeitsintegration für Menschen mit Behinderung in Südtirol betrifft, weitergekommen? Nicht wesentlich. Ja, am Schluss haben wir einige Sachen gemacht, aber das gilt es jetzt alles umzusetzen. Da fordere ich jetzt einfach Geschwindigkeit ein. Da müssen wir hinschauen, denn wir sind beim Gehalt statt Taschengeld nicht weitergekommen, was die Werkstätten betrifft. Wir sind beim Assistenzdienst nicht weitergekommen, was auch Menschen mit Behinderung betrifft, dass sie auf den zugreifen können. Wir sind bei der Barrierefreiheit kleine Schritte weitergekommen. Das ist kein großer Erfolg, dass wir Bahngleis 5 und 6 in Bozen barrierefrei umgebaut haben und die gesamte restliche Brennerstrecke immer noch nicht barrierefrei ist. In 5 Jahren haben wir das nicht auf die Reihe bekommen. Das sind für mich keine großen Erfolge. Das sind ganz kleine Zuckerlein, die man halt den Menschen gibt und sagt, ja, jetzt können sie halt in Bozen barrierefrei aussteigen. Aber alles Weitere haben wir nicht hinbekommen. Und auch ein Thema, und das werde ich auch wieder bringen, und an dem messe ich euch einfach, an solchen Geschichten. Ich habe letzte Woche eine Rechnung zugeschickt bekommen von orthopädischen Schuhen. Ein Angebot für einen Betroffenen. Orthopädische Schuhe kosten 1.154,72 Euro. 1.154,72 Euro. Und wenn diese Betroffenen sagen, bitte helft uns in der Finanzierung eines zweiten Paar orthopädischen Schuhe und ich bekomme hier im Landtag ein Nein zu dieser Finanzierung, weil wir offensichtlich das Geld nicht haben für 200.000 Euro, dafür aber in Antholz 50 Millionen Euro verbauen für unterirdische Schießstände, das sind sagen wir 25 Millionen, und diesen Menschen sagen wir haben nicht das Geld für ein zweites Paar orthopädische Schuhe, da braucht sie ins dieses Regierungsprogramm nicht hineinschreiben, dass auch Menschen mit Behinderung wichtig sind. Das braucht sie nicht hineinschreiben, das sind so Floskeln, ja, sie fühlen sich halt gehört und gesehen, aber an den Daten werden wir euch messen. Und ich werde euch wieder an der Tat messen, ob ihr zu einer solchen Maßnahme, diesen Menschen eine Unterstützung zu geben, für ein zweites Paar orthopädische Schuhe, ja sagt oder nein sagt. Dann noch abschließend zum Thema des Ehrenamtes, Kollegin Palmer. Da wartet sehr viel Arbeit auf Sie. Und wir hatten auch hier die Anhörung Ehrenamt in Not. Das heißt, wir können nicht immer warten, bis die Betroffenen selbst hierher kommen und sagen, wir sind in Not. 2017 hatten wir das Gesetz unten in Rom zum dritten Sektor. Da habt ihr geschlafen. Wir haben erst vor 2 Jahren begonnen mit dem Register und dergleichen mehr, wobei das Register für mich jetzt nicht das ganz große Problem ist, sondern die Planungssicherheit, die Sie auch in der Anhörung angesprochen haben, die Betroffenen. Und die sagen das immer, wenn ich hier das im sozialen Ehrenamt das hernehme, eine Aussage vom Dachverbandspräsident Wolfgang Urbexer, Landesämter und Gemeinden machen es den Vereinen nicht einfach. Hier gibt es sehr viel Potenzial für Vereinfachungen. Darauf weisen wir bereits seit vielen Jahren hin und haben auch sehr konkrete Vorschläge eingebracht. Was ist mit diesen konkreten Vorschlägen passiert? Was ist mit dem Abbau der Bürokratie im Ehrenamt passiert in den letzten Jahren? Ihr habt es wieder drinnen, ihr nehmt euch das vor. Ich wünsche euch, dass ihr das umsetzen könnt und das alles so schnell wie möglich, sonst haben wir hier ein Problem. Und da komme ich noch zum letzten Punkt, zur Digitalisierung. Auch hier, Geschwindigkeit heißt,
Man muss sich halt einmal interessieren, wie es andere besser machen und gut machen. Wir hatten 2018, ich war selbst unten bei der Präsentation, den David Kotka, ehemaligen Digitalminister von Estland bei uns hier in Südtirol. Ja, dann setze ich mich doch hin mit diesem ehemaligen Minister und sage, wie macht ihr das in Estland? Dann schicke ich Leute nach Estland und hier empfehle ich eine Reportage von Heute Show Spezial mit der Christina Kallas. Sie hat ein Interview gegeben, die Bildungsministerin der Estnische. Nicht umsonst ist Estland Platz 1 in der PISA-Studie. Also fahren wir doch nach Estland und schauen, wie machen die das? Wie machen die das? Wenn doch dein Vater erzählt, er bekommt ein Kind, ein Tag später bekommt er eine E-Mail vom Staat, wo ihm zur Geburt des Kindes gratuliert wird und gefragt wird, wohin sollen wir euch das Kindergeld überweisen? Und bei uns, wie schon die Kollegin Rieda auch gesagt hat, müssen wir 100 Formulare ausfüllen, 100 Zettel ausfüllen, dass wir ein Kindergeld bekommen oder einen Beitrag bekommen. Ja, wie lange wollt ihr warten? Digitalisierung. Sollte lang schon funktionieren. Und da sollte ich auch erfahren, dass der EC-Zug gestern 11 Uhr Vormittag in Brixen mit 40 Minuten Verspätung kommt. Auf meiner Mobile-App habe ich das nicht erfahren. Erst beim Schalter unten am Bahnhof. Ja, da brauche ich keine Mobile-App, wenn ich das nicht erfahre als Reisender. Und deswegen steige ich ins Auto, fahre mit dem Auto nach Bozen und bin frustriert. Lohner, bitte. Ich wünsche. Genau. In jedem Fall das Versprechen, auch für diese Legislatur mit konstruktiver Sachpolitik, mit Vorschlägen hier aufzuschlagen, euch die zu präsentieren und in der Hoffnung, und das habe ich sehr oft gehört, der Wille der Zusammenarbeit wirklich so da ist, dass man ernsthaft über unsere Vorschläge diskutiert, dass man schaut, wie finden wir Lösungen. Da bin ich auch gerne bereit, Kompromisse einzugehen, wenn es nicht der x-te Arbeitstisch ist, der da drei Jahre nicht umgesetzt wird. Da habt sie mich nicht. Sonst gerne. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit, aber allein mit Versprechungen oder allein kann ich halt nicht leben und gebe euch nicht ein Vertrauen für diese 5 Jahre. Vielen Dank.